In der Kategorie der nachhaltigsten Innovation sind für die Dieselmedaille 2011 nominiert Herr Prof. Dr. Markus Antonetti vom Max-Planck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung für sein Verfahren, um aus Biomasse durch hydrothermale Karbonisierung kohlenstoffhaltige Rohstoffe wie Benzin, Diesel oder chemische Grundstoffe zu generieren. So wird aus Müll durch den Einsatz von starkem Druck und hoher Temperatur unter Anwesenheit eines Katalysators wieder wertvoller Rohstoff. Dabei wird sogar der CO2-Gehalt aus der Atmosphäre reduziert. Herr Berthold Mast und Herr Dr. Thomas Weimer von der Marka Tech GmbH sind nominiert für ihre Membrantechnologie zur Nutzung von Abwärme zur Erzeugung von Kälte. Durch die porösen Membranen in Resorptionsanlagen können erstmals Anlagen zur Kälteerzeugung aus Wärme kompakt und kostengünstig gebaut werden. Ein wichtiger Beitrag, wenn man bedenkt, dass allein in Deutschland 15% des gesamten Stromverbrauchs für Kühlung verwendet wird. Nominiert sind auch Herr Helmut Nägele und Herr Jürgen Pfitzer von der Technaro GmbH für ihr Verfahren, einen Kunststoff aus nachwachsenden Rohstoffen zu erzeugen. Arboform ist ein thermoplastischer Werkstoff, der sich durch Wärme beliebig verformen lässt. Er besteht aus dem Holzbestandteil Lignin. Die Substanz ist CO2-neutral und wer sich die geringe Recyclingquote, die nach wie vor leider zu geringe Recyclingquote von Plastikmüll vor Augen führt, kann die Bedeutung dieses Verfahrens ermessen. Ebenfalls nominiert ist Herr Dr. Michael Sterner vom Fraunhofer Institut für Windenergie und Energiesystematik für das Power-to-Gas-Verfahren. Gemeinsam mit Dr. Michael Specht vom Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung in Stuttgart wurde eine Methodik entwickelt, um Energie, die zum Beispiel durch Wind- oder Solaranlagen generiert wurde, gespeichert werden kann. So kann eines der wesentlichen Probleme der regenerativen Energieerzeugung, die stark schwankende Verfügbarkeit dieser Energie, für eine lückenlose Versorgung überwunden werden. Ich darf unseren Laudator, Herrn Dr. Franz Alt, über viele Jahre das Gesicht des Politmagazins Report, langjähriger Leiter der Zukunftsredaktion im SWR, Moderator der Dreisat-Magazine Querdenker und Grenzenlos und unermüdlicher Kämpfer für ökologisches Handeln und Nachhaltigkeit auf die Bühne bitten. Meine Damen und Herren, alle eben genannten, die nominiert worden sind, tragen wesentlich zur 100-prozentigen Energiewende bei. Deshalb müsste man eigentlich allen den Preis verleihen, aber nur zwei bekommen ihn. Wussten Sie, was Flüssigholz ist? Ich nicht. Meine Damen und Herren, Helmut Nägele und Jürgen Pfitzer haben das Flüssigholz erfunden. Sie sind die Gründer und die Geschäftsführer der Firma Technaro. Technaro steht für Technik, Naro, nachwachsende Rohstoffe. Technik, nachwachsende Rohstoffe. Ihr Werkstoff Arboform, der eben schon kurz erwähnt wurde, vereint alle Eigenschaften von Holz und Kunststoff. Er lässt sich gießen oder spritzen und kann je nach Zusammensetzung flexibler, belastbarer oder auch fester sein. Vor allem aber besteht er aus nachwachsenden Rohstoffen und ist, was entscheidend ist für Nachhaltigkeit, 100% biologisch abbaubar. Entwickelt wurde er vor 10 Jahren von den beiden genannten Helmut Nägele und Jürgen Pfitzer, die mit ihrer Erfindung den Sprung vom Erfinder zum Unternehmer 1998 gewagt haben. Arboform ist vielseitig einsetzbar. Helmut Nägele und Jürgen Pfitzer, mit denen ich gestern Abend über ihre Erfindungen und ihre Stoffe sprach, haben mir erzählt, dass sie zum Beispiel basteln, dass sie bauen Lautsprecher, Blockflöten, Armaturenbretter, Autoteile, Computerteile, Lenkräder, aber auch Urnen. Sie sehen, der Stoff begleitet uns von der Wiege bis zur Bahre. Motorenteile, Damenschuhe. Habe ich gelernt. Damenschuhe aus Holz. Heute hat die Firma, die wir auszeichnen mit der Dieselmedaille,
1600 Werkstoffe im Programm. 1600. Und ist schon deshalb der Konkurrenz weltweit voraus. Meine Damen und Herren, vor welchem Hintergrund nehmen wir denn gerade diese Ehrung vor heute? Sie wissen, dass gestern in Durban die nächste Weltklimakonferenz eröffnet worden ist. Wenn ich richtig gezählt habe, die 17. Das einzige Ergebnis: dem Klima geht es immer schlechter. Meine Damen und Herren, wir kommen auf internationaler Ebene, auch in Durban, in den nächsten 2 Wochen, nicht zu einem Ergebnis, das dem Klima hilft. Ja, was hilft dann? Innovationen, Erfinder. Wenn es international nicht geht, müssen wir nationale Vorbildfunktion übernehmen. Das ist die einzige Chance, die ich sehe. Andere werden es nachmachen. Was glauben Sie, wie intensiv jetzt die Franzosen auf Deutschland gucken, ob die das nach dem Atomausstieg hinkriegen mit 100% erneuerbar? Mir fällt kein anderer Weg ein, wenn es international nicht klappt, als es eben national, regional und lokal zu versuchen. Mit Menschen, die wir heute auszeichnen. Was treiben wir denn mit Öl, Kohle, Gas und den Kunststoffen, die wir bisher produzieren? Wenn es heute Abend bei uns in der ARD so etwas gäbe wie eine ökologisch realistische Tagesschau, Sie alle wissen, das gibt es nicht, aber wenn es das ausnahmsweise gäbe, was müssten dann meine Hamburger Kolleginnen und Kollegen in dieser ökologisch realistischen Tagesschau am heutigen Abend sagen? Sie müssten zum Beispiel sagen, dass wir auch heute wieder an diesem einen Tag rund 150 Tier- und Pflanzenarten ein für alle Mal ausgerottet haben. Die Natur braucht 30.000 Jahre, um eine Spezies zu schaffen. Und wir rotten pro Tag 150 Tier- und Pflanzenarten aus. Wir sind die erste Generation, die dem Schöpfer gnadenlos ins Handwerk pfuscht. Wir spielen Evolution rückwärts. Und die Hauptursache dessen, dass wir an einem Tag verbrennen an Kohle, Gas und Öl, woran die Natur 1 Million Tage gearbeitet hat. Die Hauptursache dessen ist eben der falsche Energie- und Ressourcenverbrauch. Der unverantwortliche Energie- und Ressourcenverbrauch. Die zweite Meldung einer ökologisch realistischen Tagesschau heute Abend müsste heißen, auch heute wieder haben wir etwa 50.000 Hektar Wüste produziert. Wir verwüsten unseren schönen Planeten jeden Tag mehr. Im Wesentlichen durch den falschen Energie- und Ressourcenverbrauch. Die dritte Meldung müsste heißen, auch heute haben wir wieder 86 Millionen Tonnen fruchtbaren Boden verloren durch Erosion, Winderosion, Wassererosion. Aber täglich werden wir 250.000 Menschen mehr. Was heißt das? Kriege, Verteilungskämpfe um die letzten Ressourcen, so wie wir sie heute nutzen. Also brauchen wir Alternativen, wenn wir als Spezies überleben wollen. Und die letzte Meldung müsste heißen, heute wieder haben wir weltweit 150 Millionen Tonnen Treibhausgase in die Luft geblasen. Jedes Kind lernt heute in der Schule, das hält dieser Planet auf Dauer einfach nicht aus. Deshalb sind nachwachsende Rohstoffe, Rohstoffe, die sich immer wieder erneuern, die ich recyceln kann, die abbaubar sind, die nicht das Klima zerstören, so unendlich wichtig. Laienhaft gesprochen. Navarros, nachwachsende Rohstoffe, sind gespeicherte Sonnenenergie. Ohne Sonne kein Leben. Meine Damen und Herren, wenn die Sonne, das ist uns nicht mehr bewusst heute, wenn die Sonne nur 3 Wochen nicht schiene, wäre alles Leben tot. Kein Baum, kein Tier, keine Pflanze, kein Mensch. Nach 3 Wochen ohne Sonne. Letztlich sind die beiden, die wir jetzt gleich auszeichnen werden, Solarpioniere, denn Pflanzen sind gespeicherte Sonnenenergie. Alle Religionen kannten diesen Zusammenhang. Alle früheren Kulturen wussten den Zusammenhang, das Mysterium zwischen Sonne und Leben auf diesem Planeten. Die alten Kelten hier in Mitteleuropa haben die Sonne angebetet vor 3000 Jahren. Die Ägypter hatten Sonnengötter. Die Maoris in Neuseeland, die Aborigines in Australien, die Schamanen in Sibirien, die Indianervölker in beiden Amerikas beten morgens die Sonne an und verabschieden abends die Sonne, weil sie wissen, ohne Sonne gäbe es uns nicht. Ohne Sonne wären wir nicht hier. Ich glaube, das Wichtigste, was wir jetzt zu leisten haben,
damit auch künftige Generationen ein angenehmes Leben führen können, ist, so rasch wie möglich das Solarzeitalter zu organisieren. Meine Damen und Herren, Helmut Nägele und Jürgen Pfitzer vom Fraunhofer Institut kommend sind also Pioniere, letztlich Pioniere des Solarzeitalters. Das Solarzeitalter kann ein Zeitalter des Friedens werden. Um Krieg, um Öl werden und wurden Kriege geführt. Der Irakkrieg war ein Krieg um Öl. Wenn im Irak nur Bananen wachsen würden, wäre dort kein einziger amerikanischer Soldat. Meine Damen und Herren, die Amerikaner, allein der Amerikaner, geben jährlich etwa 200 Milliarden Dollar für die Sicherung der Ölquellen aus und führen Kriege. Auch der Afghanistan-Krieg ist letztlich ein Ressourcenkrieg, weil es um die letzten noch nicht erschlossenen Gas- und Ölreserven in Zentralasien geht. Ohne Afghanistan, ohne Pakistan kommen wir nicht damit mit diesen Ressourcen, den letzten, die es vielleicht noch im großen Maßstab gibt, an den Indischen Ozean. Die Kriege des 20. Jahrhunderts waren Ressourcenkriege. Deshalb brauchen wir Alternativen. Am Anfang werden die Pioniere, es ging unseren heute Ausgezeichneten nicht wesentlich anders, belächelt. Dann werden sie bekämpft, das wusste auch Rudolf Diesel schon, wie das läuft. Und am Schluss setzt sich das Neue durch und dann sagen alle, sie waren schon immer dafür, vor allen Dingen diejenigen, die dagegen waren. So läuft das immer. Das ist eine Erfahrung, die alle Erfinder und Innovatoren auf dieser Welt machen. Immer drei Stufen. Wie wächst ein innovatives und nachhaltiges Unternehmen wie Technaro, das wir heute auszeichnen? 6 Monate nach der Gründung, so habe ich von den beiden gestern Abend erfahren, 0 Euro Umsatz. Es hat 5 Jahre gedauert, bis die ersten schwarzen Zahlen geschrieben werden konnten. In den letzten 3 Jahren aber 300% Wachstum. Immer neue Mitarbeiter generiert. Wir sagten gestern Abend Helmut Nägele und Jürgen Pfitzer, wir zielen auf einen Milliardenmarkt. Dafür sind wir überzeugt, wir werden das noch erleben. Meine Damen und Herren, fest steht, bei knapper werdenden fossilen Ressourcen, und sie gehen alle zu Ende und sie sind, bevor sie zu Ende gehen, nicht mehr bezahlbar, lange vorher. Und das ist gut so, sonst werden wir unseren Kindern gar nichts hinterlassen von dem, was wir heute so schnell verbrauchen, woran die Natur 300 Millionen Jahre gearbeitet hat. Bei knapper werdenden fossilen Ressourcen spielen Biokunststoffe eine immer wichtigere Rolle. Was ist denn der fundamentale Unterschied zwischen dem, was wir bisher verbraucht und dem, was wir künftig gebrauchen? Der Unterschied ist zwischen gebrauchen und verbrauchen. Bisher haben wir immer verbraucht. Öl, das ich verbrenne, Benzin, das ich verbrenne, ist weg. Gas, Kohle ist weg, ist einfach weg. Wenn ich den Wind nutze, wenn ich die Sonne nutze, wenn ich nachwachsende Rohstoffe nutze, nachwachsende Rohstoffe, wie der Name sagt, wachsen wieder nach. Öl wächst nicht nach, zumindest nicht in der Zeit, in der wir es bräuchten. Die Sonne scheint weiter, auch wenn ich sie nutze. Die Sonne kann ich nicht verbrauchen, wenn ich eine Solaranlage auf dem Dach habe. Den Wind kann ich nicht verbrauchen. Wenn ich hier ein Windrad stehen habe und hier eins, können alle drei denselben Wind nutzen. Der Wind wird nicht verbraucht. Es wird nur gebraucht. Das ist das Geheimnis der Nachhaltigkeit, die wir lernen müssen für Kinder und Enkel. Nichts mehr verbrauchen, sondern nur noch gebrauchen. Lieber Helmut Nägele, lieben Jürgen Pfitzer, Glückwunsch zu diesem nachhaltigsten Innovationspreis und nachhaltigsten Innovationsleistung. Ich gratuliere Ihnen sehr herzlich für diesen großen Erfolg und wünsche Ihnen, dass Sie weiterhin großen Erfolg haben. Ich wünsche Ihnen einfach Lust auf Zukunft. Meine Damen und Herren, es gibt viel zu tun. Pflanzen wir es an. Herzlichen Dank. So, die Urkunden kommen gleich. Jetzt übergeben wir gerade mal den Preis. Herr Heil, kommen Sie mir bitte. Okay. So, alle zusammen, sonst kriegen wir es nicht aufs Foto. Einer nimmt. Prima. Jawohl. Ja, ich komme so her. So, so. So, gut, schaffen wir es. Jawohl. So, jetzt kommen noch die Urkunden. So. Herzlichen Dank. Gerne. Dankeschön. Gratuliere. Danke. Herzlichen Glückwunsch. Nochmal. Ich gratuliere. Herzlichen Dank. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Dank. Noch ein paar Worte von Ihnen? Gerne. Jawohl.
So. Herzlichen Dank, Herr Dr. Pollert, Herr Spaltenberger, Herr Professor Würzer, für die Nominierung und die ehrenvolle Auszeichnung mit der Dieselmedaille. Vielen Dank, Herr Dr. Alt, für die wunderbare Laudatio. Unseren eigenen Namen allerdings zu hören, in Verbindung mit den ehrwürdigen Preisträgern der vergangenen 6 Jahrzehnten, ist für uns eigentlich so gar nicht real, aber unheimlich motivierend. Wenn man wie Tecnaro mit einem Jahresumsatz von 0 Euro startet, kann man sich denken, wie wichtig kompetente, vertrauensvolle und verlässliche Partner sind. Ganz herzlichen Dank deshalb zunächst unseren innovativen Kunden, ohne die, ja, die uns ja eigentlich erst die Daseinsberechtigung geben. Vielen Dank den vielen Förderern und Unterstützern. Die Hans-Sauer-Stiftung hat uns die erste Markteinführung mitfinanziert. Oder im Rahmen des BMBF-Projekts und vom Projektträger Jülich finanzierte Projekt sind wir im Jahr 2000 von Karlsruhe nach Eisenach gezogen und konnten unsere Entwicklung auch so vorantreiben dort. Wir haben viele, viele wichtige Partner. Ernst & Young hat uns zu einem Null-Fehler-Fall gemacht bei Betriebsprüfungen. Menold Betzel Rechtsanwälte, mit denen haben wir auch schon einige Schlachten geschlagen. Unsere Patentanwälte Lichti und Lenz aus Karlsruhe haben natürlich die Patentbasis mit zementiert, gemeinsam mit der Fraunhofer Gesellschaft, mit der Patentstelle dort. Auch die Pressestelle der Fraunhofer Gesellschaft hat uns immer wieder gepusht. Unsere Geldgeber waren bei uns trotz vieler Versuche nicht Venture Capital Unternehmen, wie man das denken könnte, sondern unsere gute alte Volksbank Gelbern und später auch die Volksbank Bellstein. Das war natürlich überlebenswichtig natürlich. Die Medien sind uns sehr gewogen. Im Jahr 2000 hatten wir den Einfach-Genial-Preis gewonnen. Herzlichen Dank nochmals. Vielen Dank unseren Familien, unseren Eltern, Geschwistern, die uns zu jeder Zeit der wohl wichtigste sichere Hafen waren. Herzlichen Dank an Herrn Dr. Norbert Eisenreich von Fraunhofer und unserem lieben Mitgesellschafter Herr Professor Dr. Norbert Pfitzer. Ohne diese beiden wäre die Geschichte der Tecnaro wahrscheinlich anders geschrieben worden. Und herzlichen Dank allen Unterstützern und Freunden der Tecnaro. Vielen Dank. Meine sehr verehrten Damen und Herren, zunächst bitte sehen Sie mir meine Nervosität etwas nach. Vor mir solch ein Auditorium, ringsherum solche honorigen Herren und Damen, Wissenschaftler und Techniker und hinter mir Josef von Fraunhofer als ehemaliger Fraunhofer-Mitarbeiter, der mir jetzt sozusagen ins Genick schaut. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken beim Dieselkuratorium, beim DIE für diese unglaublich hohe Ehrung. Es wird uns, wie bereits gesagt wurde, wieder frischen Wind in die Segel bringen. Denn der Weg bis dato, kann man sich vielleicht vorstellen, war nicht ganz einfach. Manchmal, es gab Höhen, es gab aber auch Tiefen. Und solche Dinge wie heute, solche Ehrungen sind einfach ganz wichtig, damit man erkennt, in Ordnung, du bist auf dem richtigen Weg, die Firma, wir alle sind auf dem richtigen Weg. Wir arbeiten an einem Thema, das die Gesellschaft nützen kann, dass der Gesellschaft nützt, dass kommenden Generationen nützt. Das ist etwas ganz Wichtiges, wenn man, denke ich, an seine tägliche Arbeit geht. Vielen Dank also für diese Ehre und vor allem auch, ich denke, für das Vertrauen, das Sie mit dieser Ehrung in uns setzen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es für das Kuratorium sehr, sehr schwierig war, unter diesen Nominierten
diejenigen herauszupicken, denn diese Nominierungen sind alle fantastisch. Als ich mir sie durchgelesen habe im Vorfeld, habe ich gedacht, wow, also da sind Entwicklungen und Erfindungen dabei, die sind wirklich weltbewegend und ja, was suchen wir da eigentlich in diesem Kreis? Umso mehr freut es uns, dass wir diese Ehre heute in Empfang nehmen dürfen. Danke an alle, die an uns geglaubt haben. Davon sitzen einige hier im Saal, Namen sind schon gefallen. Danke an diejenigen, die vor 12, 15 Jahren eben an unsere Idee, an unsere Vision auch geglaubt haben und an unseren Weg, den wir dann 1998 mit der Firmengründung eingeschlagen haben. Sie müssen wissen, für uns waren damals Begriffe wie Nachhaltigkeit und nachwachsende Rohstoffe natürlich schon, involviert in unseren Gedanken. Aber zu dieser Zeit gab es noch nicht so viele Menschen, die überhaupt wussten, wie Nachhaltigkeit geschrieben wird. Und das heißt, vorhin fiel ein bisschen das Wort Pionier, ich glaube, das trifft es vielleicht ganz gut. Wir haben selbst heute noch bei unseren Kunden und Neukunden extrem viel Pionierarbeit zu leisten, aber mittlerweile setzt sich doch bei der Gesellschaft und bei der großen Masse auch durch, aha, Begriff Nachhaltigkeit, nachwachsende Rohstoffe, ja, da habe ich mal was gehört. Das könnte mal eine Alternative werden. Natürlich wollen wir vielleicht auch von diesem Standpunkt hier aus auch an diejenigen appellieren, die uns nicht immer so positiv gegenübergestanden haben. Die gab es auch, und zwar nicht wenige. Vielleicht kann man diejenigen Leute, die immer, ja, ich möchte mal sagen, mit sehr destruktiver Kritik, nichts gegen konstruktive Kritik, aber die immer mit sehr destruktiver Kritik gegen uns standen, auch mal mit ins Boot nehmen und sagen, es geht hier um eine übergeordnete, um eine größere Sache. Lasst eure Barrieren fallen, legt eure alten Denkschemata ab. Wir hatten gestern kurz darüber gesprochen, Herr Dr. Alt, großes Problem, alte Denkschemata, die in die Vergangenheit reichen und nicht in die Zukunft. Legt sie ab und arbeitet zusammen mit uns an solch einer Zukunft, dass wir auch in Zukunft eben Rohstoffe zur Verfügung haben, die nachhaltig sind und die innovativ sind und die aus nachwachsenden Rohstoffen bestehen. Herzlichen Dank für die Ehre.